So, ich will euch jetzt einfach noch mal ganz kurz zeigen, wie ich meine Karpfenvorfächer binde. Das ist ganz einfach. Man braucht nur etwas Vorfachsehne. In dem Fall ist es eine 8er geflochtene. Und natürlich den entsprechenden Haken. Ich wähle jetzt, das ja auch nur zum Vorführen sein soll, ein recht klein, wie man sieht, Daumennagel groß ungefähr. Jetzt schneide ich mir oder nehme ich mir einfach meine Vorfachschnur und führe das Vorfach von oben bzw. von unten durchs Öhr und mache mir erstmal eine Schlaufe. Für diese Schlaufe später mein Haar. Wie lang ihr das haben wollt, ist euch überlassen. Ist jetzt ja nur zum Zeigen. So, dann lege ich mir die Vorfachschnur oben auf den Hakenschenkel und wickel ein paar Mal die Schnur, also das Vorfach, um den Schenkel. So sieht das Ganze denn aus. Dann kürze ich mir das Vorfach auf die Länge, die ich haben will. So. Und gehe dann noch einmal von unten durchs Öhr. So. Jetzt zieht sich das schön fest. Jetzt einfach wieder eine Schlaufe. Ich benutze bei der Schlaufe des Haars eine einfache und bei der Schlaufe, wo dann später der Karabinerwirbel reinkommt, mache ich eine doppelte. Die ist einfach ein bisschen stabiler. So, jetzt zur Rute und zur Rolle. Ich benutze zum gezielten Karpfenangeln eine Rute von ProLogic, 2,5 Lips, eine sehr feine Rute, aber das feine Angeln gefällt mir lieber. Die Drills, finde ich, sind leichter zu handhaben, da die Rute jede Bewegung mitmacht. Also wenn er ins Kraut zieht, wenn er ins Schilf zieht, ein Gebüsch etc., habe ich die Möglichkeit, ihn wirklich zielgenau wegzuführen. Zu leicht sollte natürlich auch nicht sein, weil genau dann kann ich es nämlich nicht mehr. Und bei zu stark, bei einer zu harten Rute, ist es genau das Gegenteil. Die Schläge werden nicht abgefedert, ich habe nicht den richtigen Kontakt zum Fisch und kann so einen Fisch leichter ausschlitzen. Deswegen fische ich relativ fein mit 2,5 Lips zur Rolle. Da benutze ich eine Shimano Bait Runner 4000 ist es. 4000 SFA. Sehr schön an der Rolle finde ich einfach, sie ist sehr leicht vom Eigengewicht. Hat eine sehr schöne, leichte Schnurführung und den Freilauf. Benutze ich beim Karpfenangeln am liebsten. Ich kann mir die Kopfbremse oder die eigentliche Bremse kann ich mir so einstellen, wie ich sie möchte. Und ich kann mir den Freilauf so einstellen, wie ich ihn haben möchte. Wenn ich also will, dass der Fisch ungehindert sofort abziehen kann, stelle ich mir den Freilauf sehr leicht ein und kann nach dem Anschlag direkt in meine voreingestellte Kopfbremse übergehen. Ich muss nicht erst großartig mit der Spannung auf der Schnur an der Bremse rumkurbeln. Jeder hat das für sich selber zu entscheiden natürlich. Jeder hat andere Vorlieben, andere fischen am liebsten nur Kopf oder nur Heckbremse. Für mich die Freilauf, gerade die Shimano, die absolut beste Rolle zum Karpfenangeln. So, kommen wir zur Montage.
Das ist die Safety Clip Montage, bestehend aus einem Anti-Tangle Tube, Blei zum Selbsthaken und zwei solchen kleinen Hülsen, die man nachher so ineinander steckt. Hier hängt dann das Blei drin, da ist der Wirbel und hier geht der Tube weiter. Um den Tube auf meine dünne geflochtene zu bekommen, habe ich einfach ein Stück stärkere Monofile durch den Tube geführt, habe dann die beiden Schnüre einfach verknotet und kann mir jetzt so den Tube auf meine Hauptschnur aufziehen. So, schneide mir das jetzt einfach ab und habe so den Tube auf meiner Hauptschnur laufend. Jetzt nehme ich mir den ersten von diesen Adapterstücken für meine Hauptschnur durch, mit dem breiten Ende zum Ende der Schnur, und verbinde jetzt den Tube mit dieser Hülse. Es wird einfach ineinander geschoben. Ja. So, das war's. Jetzt nehme ich mir das zweite Stück und fädel mir das so auf die Hauptschnur, dass ich mit dem Ende meiner Hauptschnur durch das schmale Teil gehe. So, am Ende kommt mein Wirbel ran. Da kann man entweder so ein Törnchenwirbel nehmen oder ein Karabinerwirbel. Sollte nur darauf geachtet werden, dass er halt dieses Tönchen hat. Denn das ziehen wir später in unseren Adapter rein. In unseren Safety Clip. So. Und schiebe mir das jetzt so weit nach vorne, dass ich den Wirbel in dem Clip versenke. So sieht das Ganze aus. Und hänge dann unser Blei rein. Schieben das Ganze wieder schön zusammen. Und das war's. Jetzt nehmen wir unser eben gebundenes Vorfach, hängen das in den Wirbel ein. Auf jeden Fall schnappt er sich den Köder, zieht nach oben und haut ins Blei und hakt sich dadurch selbst. Das ist die Safety Clip Montage.